Jo Leute und somit herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal Hendrik Schuster. Und heute mit einem Fanmail-Day vom lieben Felix. Ja, der Felix hat mir ein Paket zugesendet, weil wir getauscht haben. Und es ist ein Überraschungspaket. Ich weiß gar nicht, was hier drin ist. Wir haben keine Karten getauscht. Ich habe ihm zwar hier zugeschickt und er hat mir ein kleines Paket als Dankeschön im Gegenzug zurückgeschickt. Vielen lieben Dank, Felix. An dich auf jeden Fall auch ein Gruß, weil mit dir zu tauschen immer eine sehr, sehr einfache und coole Sache ist. Auf jeden Fall öffnen wir das Paket. Er hat auch extra gesagt, ich soll es im Video öffnen. Eigentlich öffne ich sowieso alles von Zuschauern in Videos. Und deswegen würde ich mal sagen, fangen wir auch direkt an. Adressen sind hier mit dem blauen Edding einmal übermalt worden. Der Felix kommt aus Österreich, also auch noch sozusagen nicht aus Deutschland. Und wenn auch du mir was zusenden möchtest, guck mal gerne auf Last Sticker vorbei, da bin ich jetzt neu. Oder gerne auch auf Sticker Manager, falls du dort noch aktiv bist. Oder schreib mir sonst einfach eine Nachricht auf Instagram oder TikTok. Beide und insgesamt alle Namen sind unten verlinkt und auch die Accounts. Dann würde ich mal sagen, fangen wir hier mal mit dem Paket an. Machen das einmal hier rundherum auf. Ist gar nicht so einfach hier ranzukommen an dieses schöne Paket. Ist sehr, sehr gut verpackt. Das ist immer sehr, sehr wichtig, weil wir wissen ja, die Post, die schmeißt da gerne mal mit rum mit Paketen. Ich habe auch letztens mir was bestellt gehabt. Da war leider ein bisschen was beschädigt. Und da hat der Versandhändler leider auch gesagt, da können wir nichts für gewährleisten. Das ist die Post, die daran schuld ist. Deswegen, die Post in Deutschland ist leider ab und zu mal ein bisschen unvorsichtig. Aber dafür bin ich jetzt vorsichtig und Felix ist auch vorsichtig. Alles mit Knisterfolie eingepackt. Oh, wenn ich das schon wieder alles sehe, dann kriege ich so ein. Oh wow. Gut. Leute, wir gucken uns den Brief an. Das ist erstmal das Wichtige. Ihr seht schon, was hier alles drin ist. Also ihr seht, wir werden auch wieder anscheinend ein Unboxing haben. Happy New Year steht erstmal drauf. Und er hat gesagt, es darf im Video vorgelesen werden. Deswegen lesen wir diesen wirklich auch jetzt einmal schön vor. Hi Hendrik, es freut mich wirklich sehr, dass es mal wieder so super geklappt hat. Das freut mich auch sehr, sehr, Felix. Wie gesagt, mit uns klappt immer gut. Jedes Mal aufs Neue macht es mir großen Spaß, mit dir zu tauschen. Sehe ich genauso, Felix. Also immer eine Top-Sache. Und vor allem du hast deine Sammlung relativ weit voll bekommen und ich habe was Schönes bekommen. Also da freue ich mich auch sehr rüber. Ich hoffe, du wirst eine große Freude mit dem kleinen Paket haben. Denke ich schon mal schon. Also ich sehe das hier schon alles und freue mich auf jeden Fall schon wieder. Ich weiß schon wieder teilweise gar nicht, was ich sagen soll. Liebe Grüße, Felix. Also vielen lieben Dank, Felix. Und natürlich kommt das Video jetzt am 7.1. Aber natürlich, falls ihr sozusagen das Video zum ersten Mal guckt, oder besser gesagt, das erste Video im neuen Jahr nochmal an euch, Happy New Year. Und dann holen wir einfach mal alles hier vorsichtig raus. Wir haben einen Mega Blister oder ein Mega Booster Pack, wie es heißt, von den Champions League Stickern. Hier sind 10 Päckchen drin, a 8 Stickern, also 80 Sticker. Das heißt, das hat doch hier schon wieder 10 Euro oder was gekostet, ne? Ja, 9,99 €. Cool. Dann haben wir noch einen normalen Blisterpack oder Boosterpack, wie es hier heißt. Ich nenne es immer Blisterpacks, weil es früher so war. Und das hat 6 Euro gekostet und hier sind 6 Tüten drin. Das heißt 16 Tüten. Und dann hat er hier noch normale Stickertüten in der Champions-League-Sticker-Serie geschickt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nochmal 6 Stickertütchen. Interessant. Das ist sehr, sehr viel. Also 12. Das sind 22 Stickertütchen. Dann hat er ein Fatpack geschickt aus den FIFA 365 Kollektionen. Da bin ich auch mal gespannt. Und dann noch, wie immer, bei dem Felix, zwei Süßigkeiten. Und da freue ich mich auch nochmal drauf. Einmal Wiener Zückerl, das ist eine österreichische Süßigkeit. Das sind so Bonbons, wo sozusagen ein Inhalt und was Frucht drin ist. Und da freue ich mich auch sehr drüber. Felix, wie gesagt, die gibt es ja doch schon logischerweise nicht zu kaufen. 6 köstliche Sorten habe ich beim letzten Mal schon mal gehabt und die waren richtig geil. Also wirklich eine Top-Sache. Wird zwar von Stork hergestellt, aber in Österreich. Und dann haben wir noch Kaugummis und das passt perfekt. Orbit White, das werden wahrscheinlich die ganz normalen sein mit Pfefferminz. Und ich habe nämlich gestern meine Kaugummis leer gemacht, an dem Tag, wo ich es aufnehme. Das heißt, top. Für alle, die WL und EFC spielen, die sind dafür auf jeden Fall gedacht. Freue ich mich sehr drüber. Natürlich gehört dazu, machen wir jetzt auch noch die ganzen Sachen hier einmal auf Kaugummis und die Sachen legen wir einfach mal hier oben links hin. Vielen Dank, Felix, auf jeden Fall. Nicht selbstverständlich. Und dann fangen wir, würde ich mal sagen, mit dem Fatpack an. Hier kriegen wir halt 26 Karten. Vielleicht sogar noch was, was mir fehlt. Mir fehlen noch ein paar Karten meiner Serie. Gar nicht mehr viele, aber halt ein paar. Und ich hätte nicht gedacht, dass wir sozusagen was zum Unboxen bekommen. Ich dachte, wir kriegen hier so ein paar kleine Süßigkeiten und dann einen Brief. Da hätte ich mich auf jeden Fall auch sehr schon drüber gefreut. Kriege ich das Päckchen nicht auf. Was ist denn jetzt hier los? Jetzt muss ich hier mit dem Messer das Fatpack aufmachen. Jetzt kriege ich aber hier so einen Schaden. Ach du Scheiße. Naja, so Leute. Bisschen peinlich, dass ich das Päckchen aufbekommen habe, aber jetzt geht es auf jeden Fall weiter und ich werde die trotzdem in diesem Video aufmachen, die Stickertütchen, ja? Das ist auf jeden Fall ja selbstverständlich. Das heißt, wir haben hier heute 22 Stickertütchen, aber gucken uns erstmal die FIFA 365 Karten an. Haben aus der Gold-Kategorie Topkeeper von Oblak. Dann haben wir Time Machine von Giroud. Dann aus der Power-Kategorie Dominator Griezmann, Magician DePaul
und Titan von Martinez. Und dann aus der Fans-Kategorie das Logo von Atlético Madrid, Homegrown von Di Marco, das Lazio-Logo. Und ich glaube, jetzt sollten einfach nur noch die Base-Karten kommen, bis auf die Fans-Kategorie. Die kommt, glaube ich, nämlich noch. Und dann haben wir Eriksen, Cancelleri, Trippier. Und hier sind nämlich die Karten aus der Fans-Kategorie mit De Bruyne Fans Favorite, Rode als Captain, Bernardo Silva und KDB als Du, Murphy als Fans Favorite und Captain von Harry Maguire. Und dann haben wir noch Base-Karten von Grafenberg, Sailmakers, Ohani. Dann haben wir Köpci, umgedreht De Vries, Saliba, Skriniar, Kingsley Coman, Denzel Dumfries und Neutransfer von Arsenal, Declan Rice, der auf jeden Fall auch eine gute Rolle spielt. Leider keine Rare oder Momentum Card, aber das kann man natürlich bei einem auch nicht erwarten. Aber auf jeden Fall zwei Karten aus der Gold-Kategorie. Das ist doch auf jeden Fall auch was Tolles. Und dann machen wir jetzt die Sticker-Päckchen auf. Das passt sogar sehr, sehr gut. Mir fehlen noch sehr viele Sticker von der Serie. Also Top-Sache. Und dann wollen wir einfach mal reinschauen. Was ist das denn? Ach, das sind die österreichischen. Deswegen ist hier was von Servus TV drin, oder was? UEFA Champions League live und kostenlos bei Servus TV und Servus TV On. LOL! Das ist halt in der deutschen Serie nicht drin. Das ist geil. Das eins bewahre ich mir auf, weil das ist was ganz Besonderes. Wow! Ja, in Deutschland wird es halt bei The Zone gezeigt und bei Prime Video. Wow, das ist was Tolles. Und dann fangen wir mal an. Wir haben Mega-Signings von Ramos. Dann haben wir Almiron, Gertruda, Gündogan, Pedro, Bargi als Rookie, der junge interessante Mann von Kopenhagen. Dann, ja, wir haben einen Peril-Sticker im ersten Päckchen von Goncalves, von der Mannschaft aus Kopenhagen. Dieser Gold-Peril-Sticker, der zwar nicht nummeriert ist, aber ist halt nur eine pro Box, wo 50 Sticker-Tütchen drin sind. Wow, ich glaube, das ist mein allererster, den ich jemals gezogen habe. Geil, Goncalves. Wow, Felix, du hast mal wieder ein goldenes Händchen bewiesen. Und natürlich noch Volland als Superstriker. Wow, das ist richtig geil. Das freut mich richtig doll gerade. Also insgesamt, ich freue mich über alles, was hier geschickt wurde. Ne? Nicht falsch verstehen, aber das ist noch so ein guter Hit dabei. Ist natürlich nochmal geil. Dann haben wir eine Legende mit Cannavaro. Italienischer Innenverteidiger, der richtig stark damals war. Unter anderem auch bei der WM 2006 in Deutschland. Dann haben wir Trippier, dann Söyüncü, Martial, Isaksen als Next-Gen-Sticker. Der nächste Next-Gen-Sticker mit Amanda für die Young Boys aus Bern. Dann haben wir Torres und noch einen der Goat-Sticker oder Vote for the Goat mit Zanetti. Zwei Verteidiger aus der schönen Kategorie. Und dann hier wieder diese schöne Servus-TV-Sache. Also ich finde sowieso, in Österreich wird viel, viel mehr auf Servus-TV gezeigt als in Deutschland. Da wird ja Formel 1 auch gezeigt unter anderem. Also muss man schon sagen, Servus-TV ist, was das angeht, auf jeden Fall in Österreich der Führende im Sportbereich. Dann haben wir das Logo von Benfica Lissabon. Luis als Next-Gen. Dann Captain Gulashi. Mario, Ball aus Wembley, das war das schöne Finale, wo der FC Bayern München damals gewonnen hat. Dann haben wir Malik Ciao, Fulgini umgedreht und dann Ivanic als sozusagen Impact-Sticker sind das ja für die Mannschaft aus Roter Stern Belgrad. Und dann hier wieder dieses schöne Servus-TV-Logo. Das ist auch eine Überraschung, das, wie gesagt, gibt es in deutschen Tütchen nicht. Dann haben wir das Logo von der Mannschaft aus Antwerpen, die überraschend ja Barcelona letztens schlagen konnten in der Gruppenphase, aber ja trotzdem ausgeschieden sind. Dann haben wir Simeone und umgedreht haben wir Springs, Kunde. Dann haben wir Radkov für Salzburg mit seinem Rookie-Sticker, Wiens, Rookie-Sticker von Viva und dann Team of the Season-Sticker von Bernardo Silva für die Mannschaft aus Manchester City. Dann kommen wir zu vorletzten der sechs Tütchen, die nochmal extra geschickt wurden. Hier haben wir das Logo von Celtic Glasgow, die aber leider auch ausgeschieden sind. Dann haben wir Nuno Mendes, Addo als Sticker für Belgrad, Mount, Oyarzabal, Benitez, Carvalho und Superstriker von Traoré für Donetsk, wo ich das damals echt nicht verstanden habe. Der war ja bei Ajax und hätte in Europa überall hinwechseln können, aber ist damals nach Donetsk gewechselt und spielt dort immer noch. Obwohl der Krieg ist, muss man auch sagen, Chapeau geht an ihn raus, dass er das Land nicht verlassen hat, nur weil dort Krieg herrscht, sondern zu seinem Verein steht. Dann haben wir Super Striker. Ich glaube, den mag er sehr, sehr gerne oder mochte er sehr, sehr gerne. Der Felix, wo er noch bei Bayern gespielt hat. Robert Lewandowski, RL9. Dann haben wir Kevin Behrens, den Serge Gnabry, Topalov, Courtois. Umgedreht haben wir Gomez als Next Gen. Dann Thomas Müller, den mag er, denke ich mal, auch. Und die Trophy, das ist Sticker Nummer 2. Legen wir uns auch einfach mal extra, weil die Trophy auf jeden Fall was Tolles ist.
Und das waren die 6 Tütchen, die so dabei waren. Dann machen wir mal dieses Booster-Pack auf, wo sozusagen 6 Tütchen drin sind und man sozusagen ein Set spart. Ich weiß nicht, ob wir auch hier diese Parallel-Sticker theoretisch praktisch ziehen können, weil eigentlich sind ja auch normale Tütchen drin, wo sozusagen ein Barcode drauf ist. Aber mal gucken. Eigentlich sollte die Chance bestehen, aber wir wollen nicht zu gierig werden. Hier haben wir dann auch noch mal 6 Tütchen. Und dann machen wir mal weiter. Dort haben wir Mega-Signings von Mason Mount. Dann haben wir Ryerson, Saliba, Højlund, Simmons, Hakimi und nochmal Ivanic als Base-Sticker diesmal für die Mannschaft aus Belgrad. Und dann haben wir Petri als Impact-Sticker und wieder dieses schöne Servus-TV-Logo. Wie gesagt, Österreich ist, was so Sport angeht, im Free-TV auf jeden Fall noch weiter als, oder besser gesagt, besser bestückt, als das in Deutschland der Fall ist. Dort haben wir dann den wirklich legendären Road for the Gold Sticker von Ronaldinho. Wirklich ein schöner Spieler, finde ich auf jeden Fall auch einer der besten, der jemals gespielt hat. Also ich halte von Ronaldinho sehr viel. Dann haben wir Banza, den ersten Moment sozusagen, der stickt mit Lazio 3-1 gegen Zenit St. Petersburg. Dann Finale in Gelsenkirchenball. Gomez, Köpcü, Kingsley Coman und Superstriker von Enesri, der Marokkaner von Sevilla. Also, auf jeden Fall auch coole Sticker dabei gehabt und ich glaube, das ist schon der 4. oder 5. von diesen Gold-Stickern, diesmal mit Buffon. Dann haben wir leider Back-to-Back Banza, aber Militao ist neu, unter anderem der Moment von Milan gegen Barcelona ist neu. Dann haben wir Kangwa, Mkhitaryan, Machado und nochmal, das passt sogar zu Felix, er ist aus Österreich, aber ich glaube, er ist kein Salzburg-Supporter. Ich glaube, er supportet den FC Bayern München. Und dann haben wir Susic, die Mannschaft aus Salzburg, die auch dieses Jahr nicht so überzeugt in der Gruppenphase. Also letztes Jahr war es auf jeden Fall überzeugender von der Mannschaft aus Österreich. Dann haben wir Feyenoord Rotterdam-Logo, Niasse, dann haben wir Zanoli als Next-Gen für Neapel, Sudokov Next-Gen für Donetsk, Manuel Neuer als Captain-Sticker, dann Murphy, Jimenez, Union Berlin Logo und wieder diesen schönen Servus TV Einleger. Der ist halt wirklich jetzt bei jedem Sticker-Tütchen dabei, weil es gab ja auch schon mal Serien, da war sowas bei jedem 5. Tütchen oder so dabei. Aber hier hat man es wieder bei jedem Tütchen reingepackt. Dann haben wir Superstriker Vinicius Junior, Claesson als Captain für Kopenhagen, die gegen Manchester City bald spielen. Dann Keuter, Moment 6 Sticks, 7-1 von United gegen die AS Roma damals. Dann Depay, Alvarez, Next Gen von Hartmann. Und Galeno als Sticker, der sozusagen ein Impact-Sticker ist mit dem 82er Wert. Und da kommen wir zum letzten der Blister-Packs, oder besser gesagt der Blaster-Box, wie sie heißt irgendwie. Also die Namen werden ja immer ausgefallen. Ich nenne es halt Blister und das ist halt der Mega-Blister vielleicht. Also Booster-Pack würde ich damit nicht in Verbindung bringen. Dann haben wir Ilan Kenya, den Next-Gen-Sticker von Romero für Milan. Dann Pepe, Belen, Neres, Oliver Kahn, Moments jetzt Dix gegen Valencia mit dem 1:1. Und als letzter Sticker Thuram nochmal als Mega-Signings-Sticker. Und dann gucken wir uns diese 10 Sticker-Tütchen nochmal an. Das Produkt habe ich, um ehrlich zu sein, noch nie in meinem Laden gesehen. Ich weiß, dass es gibt. Ich habe es online bei Tops gesehen, aber ich habe es noch nie irgendwie im Laden gesehen. Nur die Multipacks und normalen Packs und Starter-Packs gab es bei mir. Und dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 10 schöne Tütchen wieder nochmal. Dann machen wir die auch nochmal auf. Und hier starten wir, den Einleger lasse ich jetzt mal drin, mit Openda als Mega-Signings für Leipzig. Dann haben wir Urgarte. Und hier ist wieder alles gedreht. Mit Neves, Stepanenko, Finale Istanbul-Ball, Grabara, der neue Wolfsburg-Torwart und den Sieg von Inter Mailand in der Champions League über die Bayern mit dem 0:2 und Zanetti auf dem Bild. Und Zagagni als Impact-Sticker. Dann haben wir hier Højlund als Mega-Signings, der jetzt letztens am Boxing Day auch sein erstes Tor schießen konnte für die Mannschaft aus Manchester. Dann haben wir Renault, Ueda, Gündogan, hier ist alles gedreht, das geht mir schon wieder auf den Nerv, Süle. Und dann haben wir hier mal was, glaube ich, Besonderes drin. Ich komme damit nicht klar mit dem Drehen, das ist auch so. Erstmal haben wir Amanda nochmal als Next Gen. Dann haben wir Max Merding als Youth League-Spieler. Der ist, glaube ich, der Torschützenkönig dort geworden. Und nochmal den Pokal-Sticker. Sticker Nummer 3 könnte ich gebrauchen, den mit dem Respekt. Den brauche ich nämlich noch für meine Kollektion. Dann der nächste, der Legend Gold-Sticker mit Andrea Pirlo. Dann haben wir Josko Gvardiol, Cesar Azpilicueta, Jakub Kivior. Ein Moment des Sticks, Real gegen Donetsk 2-1. Dann haben wir alles wieder umgedreht mit Dubois und nochmal Kovacic. Nee,
Guardiola hatten wir, zwei Kroaten von der Mannschaft aus Manchester City und dann Zanetti nochmal als sozusagen Goat-Stick. Also von denen hatten wir heute auf jeden Fall mehr als genug. Es fehlt nur noch eigentlich Cristiano Ronaldo. Dann haben wir eigentlich die ganzen großen Spieler, die es dort gibt, schon gezogen. Dann nächstes Stickertütchen mit Werner als Super Striker. Dann haben wir Vamos, Usman Dembele, Jimenez, Mason Mount, die Next Gen und First Edition Sticker von Arda Güler, dann Torreira und noch einer! Nee! Noch einer! Schau Mario als Impact Gold Sticker und ich hab's vorher noch gesagt, eigentlich muss man die doch hier auch ziehen können. Geil, ist zwar auch unnummeriert, aber noch ein Parallel Sticker, jetzt habe ich schon zwei. Wow, und KDB noch als Impact Sticker, als normalen. Klar sind das nicht die geilen, krassen Vereine, aber die coolen, trotzdem Parallel Sticker. Wow, Felix, du hast ein goldenes Händchen hier bewiesen. Dann haben wir Super Striker von Asenio. Und mir ist aufgefallen, in der Sticker-Serie ist einfach kein Kylian Mbappé-Sticker drin. Sowohl nicht beim Team of the Season, als auch nicht bei Paris. Irgendwie, entweder hat Topstar keine Rechte für gehabt, oder die haben die Angst gehabt, dass er noch wegwechselt irgendwie. Weil er ist nicht in der Serie drin. Dann haben wir Lobotka, Danso, McGregor, Casale, dann für Mannschaft aus PSV Eindhoven, Saibiri, Ruiz und den ersten, glaube ich, von den Frauen zumindest, der ist Team of the Season Sticker mit Irene Paredes, die Innenverteidigerin aus Spanien, für FC Barcelona, hier die ja sowieso im Frauenfußball alles gefühlt wegbomben und dominieren. Dann haben wir Super Striker von Mehdi Taremi, Fernando, Jamal Musiala, Moment the Sticks, Arsenal United 1-3, Istanbul-Finalball, dann Moment the Sticks United gegen AC Milan 3-2. Dann haben wir Le Normand und das Logo von Sevilla als Glanz-Glitzer-Sticker. Und dann bleiben uns noch vier Tütchen des Mega-Booster-Blisters, irgendwie wie man es möchte, über. Hier haben wir das Young Boys Bären-Logo. Dann passend dazu ein Schweizer mit Jan Sommer. Dann umgedreht haben wir Staminage. Dann Lamine Jamal als First-Sticker, den brauche ich definitiv auch noch für meine Kollektion. Dann haben wir Galatasaray Dortmund 0-4. Büz als Torwart für Antwerpen. Willock und nochmal ein Impact-Sticker mit Mendes, aber... Also ich glaube nicht, dass wir hier nochmal einziehen. Ich hatte sowieso schon nach dem ersten nicht das Gefühl, dass wir nochmal einziehen. Aber es ist einer gekommen, den Mega-Signings von Arda Güler. Knoche, dann drehe ich mal hier alles ein bisschen um. Mit Openda, Martinez, Joselu, dann haben wir Carvalho, De Vrij und ein Superstriker für meine Lieblingsmannschaft aus England, Arsenal, und zwar Gabriel Jesus. Mal gucken, ob sie es dieses Jahr mal gebacken bekommen, den Premier League-Titel nach Hause zu holen. Die Gunners, hoffe ich natürlich sehr als Fan, aber... Manchester City kommt auf jeden Fall auch wieder. Dann haben wir RB Leipzig Logo. Ruben Diaz als Captain. Rodrigo De Paul. Timba Traoré. Dann haben wir Mals für die Young Boys aus Bern. Doku. Und nochmal ein Team of the Season Sticker mit Rodri für Manchester City. Und dann kommen wir jetzt zum letzten Sticker-Tütchen, was wirklich ein sehr, sehr erfolgreiches Unboxing war bisher. Und zwar mit Werner Superstriker zum Zweiten. Dann haben wir Mire, Morato, Varane, Marlen, Goncalves hier als normal. Dann haben wir Lee als sozusagen Next Gen und unser letzter Sticker ist Wahi als Super Strike. Also das war ein sehr, sehr erfolgreiches Melding und Unboxing mit zwei Parallel Sticker von Goncalves und Mario, zwei Portugiesen sogar. Also wirklich ein tolles Video, wie ich finde, und auch nochmal einen großen Dank und wirklich ein herzliches Dankeschön an dich, lieber Felix, für die Kaugummis, für die Bonbons, für die FIFA 365 Karten und die Champions League Sticker. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal gerne einen Daumen nach oben da, schaut gerne mal beim Felix vorbei, sein Instagram ist unten verlinkt, und wenn, wie gesagt, du mit mir tauschen möchtest, schreib mir doch gerne einen Kommentar oder wo auch immer, auf welcher Plattform, ich antworte dort eigentlich relativ schnell. Bis zum nächsten Mal, gerne einen Daumen nach oben geben, kostenlos eine Playlist auschecken, genau wie hier, abonnieren und noch ein empfohlenes Video auschecken. Bis zum nächsten Mal und Tschüssikowski.